Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Heute wieder ein paar Solo-Queue Gameplays. Schauen wieder, was wir gemacht haben. Wollen euch natürlich mitnehmen, immer hier beim Climben, damit ihr so ein bisschen mitverfolgen, was so passiert. Wie man sieht, ganz normaler Start im Jungle. Erstmal natürlich versuchen, die ganzen Jungle-Eingänge zu securen. Man sieht hier Heimatdinger relativ aggressiv beim Gegner, beim Blue. Wird wahrscheinlich den Blue stehen. Mal schauen. Wir fahren uns ganz normal hoch, gehen ganz normal den Jungle clear mit. Je nimmt man eigentlich immer die komplette Botzeit mit, geht hoch. Je nachdem, wenn der gegnerische Jungler schon aggressiv reingeht, muss man Counter ganken. Ansonsten kann man da ganz normal sein Clear zu Ende führen. Hier sehen wir auch ganz gut, wir gehen auch auf die Raptoren natürlich, benutzen unser Meditate, damit wir wirklich unser HP auch zurückbekommen, falls wir Counter ganken müssen, dass wir auch genug Leben dafür haben. Hier sieht man schon ganz gut, auf der Map Mundo ist aggressiv da, geht schon rein, wir machen noch den Red zu Ende, sind unterwegs, der Heimerding hat eigentlich genug Spielraum, sieht man hier auch gut, der kann die gut austanzeln, sollte jetzt eigentlich einfach nur nach Bot rausmoven sozusagen zu uns hin. Macht es nicht, ist zu greedy, setzt noch einen Turm. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wärt ihr jetzt hier reingesprungen und hättet versucht, da noch den Jax oder Mundo zu holen? Oder hättet ihr da relativ safe gespielt und einfach versucht, noch so viel wie möglich aus dem gegnerischen Jungle rauszuholen? Einfach mal rein in die Kommentare. Wir nehmen natürlich mit der Methode, dass wir hier ein bisschen secured spielen, weil greedy sein lohnt sich nicht wirklich, wird eher gepunished in der Solo-Queue, dadurch, dass die Gegner darauf nicht relaten können. Macht alles nicht wirklich viel Sinn. Gehen hier natürlich wieder Farm, finden den Mundo in der Botzeit. Sehen, dass die Botzeit auch am Kämpfen ist. Versuchen hier natürlich zu helfen. Der S-Wheel ist relativ low. Da haben wir natürlich wunderbar Möglichkeiten, den zu holen. Hier sind wir 2 gegen 1, haben noch unser Meditate ab. Der Lucian kann darauf ballern. Wir securen das Ganze, kriegen 2 Kills und bringen das Ganze natürlich im Rollen. Wunderbar gespielt vom Bein. Pushen die Lane noch zu Ende. Der Lucian pinkt dafür auch. Also wunderbar. Natürlich direkt wieder rein in Jungle. Wir haben hier noch 2 Camps offen in der Botzeit. Kriegen vielleicht dadurch sogar unser Level 6. Sollte wahrscheinlich nicht reichen, wenn ich so unser XP-Bar angucke. Aber bis jetzt läuft das Game relativ gut. 1800 Gold haben wir hier auch schon. Das heißt, unsere ersten Damage-Items haben wir. Clearen nochmal Topside für das Level 6 vor dem Back. Dann gehen wir nämlich back und kaufen uns die ersten Items und versuchen den Drachen zu holen. Das ist Feuerdrache, also relativ rough. Ist recht beim Damage. Das Team selber kommt relativ gut klar, würde ich sagen. Jenna hat da ein bisschen reingeentet in der Mitte, aber ja, war ein guter Warm. Overall, hier haben wir nochmal den Beil von Mundo gesehen. Das heißt, wir wissen ja, es ist Topside. Geben nochmal den Call raus für das Team. Gehen back, kaufen unsere ersten Items und gehen natürlich Richtung Drache. Wir wissen, Mundo ist Topside, hat sein Bein an uns geworfen. So schnell wird er jetzt nicht weggehen. Und wir holen uns den Drachen hier ganz einfach weg. Was wir auch gut beobachten können, Heimerdinger ist für mich ein relativ unterschätzter Champion auf der Topside. Der kann relativ gut dominant spielen, kann ohne Probleme da oben 2 gegen 1 gewinnen, hat immer noch über Hälfte Leben. Hier sehen wir ganz gut, beide low, wir gehen rein, versuchen natürlich erstmal den S-Wheel zu holen. Der S-Wheel stirbt, hier hätten wir wahrscheinlich eher rausgehen sollen, kurz Akku resetten, das Lucian Tank, dann wieder reingehen. Dann hätten wir wahrscheinlich noch cleaner gespielt, aber 2 gegen 1 für Yi ist relativ rough, kann man sagen, weil Yi ganz gut snowballen kann mit den ersten Items. Umso höher wir kommen, umso stärker werden wir natürlich direkt wieder rein. Hier ganz wichtig zu beobachten, wir gehen auf die Topzeit. Warum? Weil wir Herald holen können. Ist das einzige Objektiv gerade auf der Map. Gehen natürlich direkt rüber, holen uns das. Im Chat sehen wir schon, die haben sowieso mental alle in dieser Elo irgendwas abbekommen, dass sie direkt surrendern. Game war niemals over. 10-4 natürlich relativ gut gespielt von uns. Hier mit Herald einfach reinpushen, die open theoretisch schon, reporten sich gegenseitig und alles ist gut. Das heißt, hier noch zu verlieren ist relativ unwahrscheinlich. Was wir jetzt machen, natürlich relativ aggressiv, einfach raufflashen, den S-Wheel killen, warum auch nicht, Game ist sowieso so gut wie vorbei. Versuchen nochmal hier das Ganze zu resetten, gehen hier raus, kommen sogar mit dem Leben davon. Das ist immer relativ gut, immer beobachten, wenn Minions in der Nähe vom Tower sind, einfach mit eurer Q resetten, wenn ihr gedived habt und schon seid ihr safe. Das sind immer so Kleinigkeiten, einfach drauf achten. Hier setzen wir natürlich den Herald, damit wir den Tower kriegen, den Inhibitor kriegen. Eigentlich nur Druck aufbauen, weil das Game ist gelaufen. 10. Minute, erste Inhibitor down. Die haben alle keinen Bock mehr auf das Game.
Ist es euch auch schon so aufgefallen, dass sie alle so in der höheren Elo noch schlimmer drauf sind als in der Low Elo, was Mental angeht? Alle Mental boom einfach. Ihr könnt gerne mal eure Erfahrung einfach in den Kommentar da lassen. Wäre ganz interessant mal zu wissen, die Meinung zu teilen. Genau. Hier will das Team natürlich erstmal nicht beenden. Ist das typische Flex-Flex in dieser Solo-Queue. Immer so lange wie am Leben halt wie möglich ist. Außer der Lucian haut da keiner rauf. Jetzt kommen Minions natürlich und alles ist vorbei. Da brauchen wir gar nicht mehr hingehen, weil das Game ist gelaufen, ja. Was soll man dazu sagen? Und das war der erste Win. Springen direkt rein ins nächste Game. Das ging ja relativ schnell. Bis gleich. So, springen wir auch direkt rein ins nächste Game und gucken, was das für uns zur Verfügung stellt. Hier machen wir nochmal die Musik ein bisschen lauter, weil die beim letzten Game ein bisschen leise war. Wir wollen natürlich auch das richtige Spielerlebnis für euch schaffen. Natürlich Level 1 Engage. Wir haben einen Ornn, wir haben eine Rell. Das heißt relativ viel CC im Early und natürlich den Damage mit Tristana, Rhaegar und mir. Wir haben hier auch ganz gut zu sehen, die Runen mal geändert, dass wir die schnellen drei Autos rausbekommen, damit wir einfach nochmal viel mehr Damage in Early rausbekommen, weil wir hier sehr gute Snowball-Champs haben und wir nicht die Snowball-Variante spielen müssen. Hier versuchen wir nochmal den Late Invade sozusagen, da ich das schon gesehen habe, nochmal hinten rum. Kann ja immer mal sein, gucken wir nach. Sieht erstmal nicht so aus, ich gehe nach unten raus. Die Mates selber sind aber relativ greedy. Wir haben hier noch eingetrappt. Die oben sind am Fighten, gehen zurück, versuchen natürlich das Team zu helfen. Kriegen dafür leider keinen Assist mehr, versuchen hier so ein bisschen rumzutesten, noch diesen Damage auf Fiona rauszubekommen. Wollen natürlich auch nicht zu viel Damage fressen, deswegen gehen wir relativ secured hier noch ein bisschen raus, bleiben in der Backline. Sehen, dass er Gnar da leider CC'd wurde, bevor er wegjumpen kann. Zieht nochmal seinen Flash. Haben hier natürlich wunderbar 2 zu 0 getradet, was natürlich perfekt für uns ist, muss man einfach mal dazugeben. Gehen natürlich direkt in den Jungle, wollen erstmal uns hochleveln, so wie sich gehört. Natürlich ohne Leech, ohne alles. Gehen hier nochmal rein, helfen ihnen, holen nochmal den Kill raus. Genau, direkt wieder weg, rein in den Jungle. Haben jetzt auch noch einen Kill mitnehmen können. Perfekt, geben nochmal Props an Rell, weil das macht er wirklich gut. Also sehr aggressiv, muss man sagen. Sehr risky auch unter anderem. Aber bis jetzt einfach nur Worth. Hier sieht man ganz klar, der Rell, der tanzt einfach mit seinem Leben. Spielt Feuer und Flamme auf dem Seilenband. Was soll man machen? Hier gehen wir zu Grabbel, schauen, ob wir die bekommen oder Karthus die kriegt. Er wird wahrscheinlich auch hier sein, ganz genau. Da müssen wir jetzt einfach drauf aufpassen, immer schön die Minimap beobachten. Tu mal einen Ping. Falls wir Hilfe brauchen, ist immer besser, dass da jemand ist. Alistar moved auch schon, das heißt, wir sind jetzt in Unterzahl. Wir moven erstmal zurück, wollen da nicht mehr aggressiv rein, auch wenn alle pingen. Aber noch sind wir alleine, das heißt, hier tanzen wir erstmal die Qs aus. Gehen erstmal raus, Yone kommt auch von oben, helfen erstmal Rhaegar. Er flash weg, das heißt, der ist erstmal außer Gefahr. Der wird nicht mal reingehen, haben die Kraft nicht bekommen. Dafür Kill auf Kaiser, haben nochmal vor uns nur den Assist, aber das ist in Ordnung. Gehen hier auf den Karthus, kriegen den Karthus-Kill. Auch nur den Assist, auch in Ordnung. Yone kommt raus. Wir haben relativ wenig Leben. Gehen nochmal hier. Das war vielleicht ein bisschen greedy. Er hat zwar sein Kühnchen, der guidet uns einfach und wir sterben. Worth war es natürlich für uns nicht. In dem Fall, für uns als Person, aber fürs Team. Klar, wir haben hier 2 gegen 2 müsste das gewesen sein. Dafür hat aber Tristana den Farm bekommen. Was der gegnerische AD Carry nicht hat, das heißt, unsere Botlane ist vorne. Jonas relativ low, hat kein Flash und der Vega holt einfach den Kill, ganz klar. Wir killen jetzt in die Toplane, haben ja vorher die Botlane gekillt, den Bot-Jungle gekleert. Wollen uns jetzt natürlich oben alles abholen und schauen, ob wir da die Krabbe vielleicht kriegen. Da wir wahrscheinlich auch wieder mit Kratz rechnen müssen, da er gerade in der Midlane war. Gucken, was hier passiert. Sehen wir schon, ist relativ low. Kriegen aber die Krabbe sogar. Tänzen hier ein bisschen Qs aus, unnötiger Damage, raufgehen müssen wir nicht, weil wenn wir uns die Minimap wieder beobachten, Ornn geht back, nah ist da, Yone wieder aggressiv, das heißt, da sind wir relativ alleine, heißt einfach wieder runter in unseren Bot Jungle, das Ganze clearen und weiter geht's dann.
Hier auch wieder gut auf die Pings achten, das heißt, wieder aggressiv reingehen, wissen wir, versuchen natürlich zu followen, gucken, ob Wards da sind, keine Wards da, wir sehen aber, das ist viel zu offensive, das heißt, wir holen uns dann lieber den Drachen, weil das Objective ist hier free, Cards relativ behind, was uns angeht, das heißt, wir hätten ihn easy kill können, wäre er gekommen, er ist auch nicht so schnell, das heißt, Escape hat er auch nicht so wirklich, gucken hier einmal für den Jungle. Blue kommt langsam ab, sehen wir, hier versuchen wir nochmal was zu holen, geht leider nicht. Haben gerade gewartet, das nehmen wir mit, das ist ärgerlich für die. Die haben es gerade erst aufgestellt, 75 Gold, was da jetzt schon wieder fehlt, ist schon relativ gut. Wir nutzen hier Well erstmal als Köder oder er sich selber, wie man es sehen will. Wollen natürlich dadurch die Free Kills hier. War so noch für den Alistar, wir kriegen relativ viel Tower Damage, flashen hier weg mit den letzten Hit. Dadurch sind alle relativ clear rausgekommen, war mega safe. Also richtig sauber gespielt. Da sehen wir auch nochmal Vega in der Mitte. Hat auch gar keine Probleme, wenn man es mal so sehen will. Killt nochmal das Ganze. Ich schreibe nochmal in den Chat und waren alle vor der Ulti von Karthus. Hat aber keinen gekillt. Wunderbar. Gehen hier nochmal das Ganze clean. Weil ihr wisst, immer am Farm bleiben. Je nachdem natürlich, was ihr spielt. Wir spielen hier ein Jungler, der relativ viel farmt. Also müssen wir auch viel farmen. Weil nur so sind wir worth in game. Rail wir wieder für die Mitte gehen. Wir klären nochmal die Raptoren. Gehen dann hinterher. Ist schon erledigt. Das heißt, wir können für die Krabbe gehen. Gehen hier natürlich auch für die Krabbe und gucken, was passiert. Ob da wieder jemand kommt oder nicht. Kam keiner. Gehen hier wieder aggressiv rein. Die Rail pinkt das Ganze. Der Red Ward wurde geklärt. Wir versuchen außer Vision zu bleiben. Da haben wir wieder zwei Snacks für uns. Das meine ich. Gerade relativ squishy. Wir gehen hier mit 3 Hits, holen uns hier noch den Alistar. Kalista ist auch dabei. Kaiser. Kaiser ist auch dabei, stirbt auch, gar kein Problem. Kill für die Real ist auch kein Problem. Brauchen nicht wirklich die Kills, außer die Gold und den Impact. Holen uns hier nochmal den First Blood Tower, ganz klar. Warum auch nicht? Hier sieht man auch wieder ein sehr einseitiges Game, alles auf unserer Seite. Wir sind relativ stark. Ich finde auch die Real macht das mega gut. Walt hier von Lane zu Lane, holt immer wieder die Kills, macht aggressive Calls. Wunderbar, tankt jetzt den Tower. Ich gehe natürlich ein bisschen zurück, dass er nicht auf mich kommt, was man sagen muss. Sie stirbt dafür, gar kein Problem, haben dafür den First Battle alles worth. Gehen back, holen unser erstes Item, gehen Richtung Top Lane. Auch hier wieder der Herald ist ab, das heißt, Top haben wir kompletten Jungle da und haben den Herald. Das heißt, immer für die Objective-Seite spielen. On ist relativ weit vorne, das heißt die Lane ist gepusht, das heißt wir können hier jetzt den Druck aufbauen, Objekt ist relativ easy nehmen, weil nah eigentlich die Lane halten muss, hat es zwar schon gemacht, aber trotzdem können wir hierfür gehen, weil wir den Knarr unser Untertower und unter unserem Tower sehen, holen uns hier den Herald und gehen natürlich die Top Lane unterstützen, die Rell ist auch wieder am Start, das heißt sie ziehen voll, gehen rauf, holen uns ganz easy den Kills, benutzen Herald und pushen erstmal ein bisschen durch, wir sehen, die Gegner sind relativ alle Mist, kann man sagen. Man sieht keinen einzigen auf der Map. Eben haben wir noch die Kaiser gesehen auf der Botzeit. Vielleicht sind die auch auf Botzeit, weil der Drache ab ist, kann man nicht genau sagen. Wir sind aber hier zu 5 Top, sind absolute Dominant. 17 zu 2, die können uns nicht wirklich aufhalten. Also gehen wir mit den Herald so weit durch wie möglich. Noch geht's ja, es kommt auch nicht wirklich einer uns aufzuhalten, wo die sind. Vielleicht haben die auch schon innerlich surrendered, wie das letzte Game. Alle Mente heutzutage. Yone geht einfach Mitte pushen. Ja, ich denke mal, das ist auf dem Top. Wie es aussieht, sonst wäre schon längst einer da gewesen. Das heißt, wir haben auch das zweite Game für uns entschieden. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch fürs Video. Viel kann man hierzu jetzt nicht sagen. Fehler habe ich jetzt nur wenige gesehen. Das heißt, manchmal zu aggressiv gegangen. Manchmal vielleicht nicht aggressiv genug gegangen. Zu viel gefarmt. Aber an sich alles wunderbar gelaufen. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einfach einen Daumen nach oben da lassen, in den Kommentaren was da lassen, mit uns kommunizieren. Gerne auch Vorschläge, was ihr gerne sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.